Moinsen Leute und willkommen zurück zum Community-Projekt. Ich habe mal ein bisschen das Ganze gepimpt hier, neue Optifine-Version rein und Shader rein. Richtig cool. Es sollte eigentlich auch bei euch in 60 FPS laufen, soweit ich weiß. Ja, definitiv. Und wir gucken uns einfach mal um, denn gestern war ja Livestream. Ach komm, wir nehmen Fury mit. Wie gesagt, gestern war ja Livestream und da haben wirklich viele Leute haben ein Grundstück bekommen. Und ich mache mal die Tür lieber zu, der olle Esel haut uns ab. So, und dann wollen wir doch mal gucken, wie das da jetzt inzwischen aussieht. Ich habe eben schon mal kurz rumgeguckt, also da sind schon ein paar interessante Sachen wieder entstanden. Ich hoffe, das ist nicht allzu dunkel, weil der Shader macht das dann doch ein wenig schauerig hier, aber... ja, die Nacht neigt sich dem Ende, sagen wir das mal so. Und dann sollte das eigentlich bald hinhauen. Jo, da ist noch nichts entstanden. Ach stimmt, genau, was ich euch noch sagen wollte, folgendes, ich habe ja hier die Straße, habe ich rumgezogen, da war ja erst hier Ende oder da vorne und da war auch irgendwo Ende, da habe ich einmal rumgezogen und ist hier so ein riesen Loch entstanden, deswegen ist hier noch ein neues Grundstück entstanden. Huch, kann da mal vorkommen. Ja, dann haben wir hier schon mal ein wunderschön bepflanztes Grundstück. Omnite oder Night 190. Und wen haben wir hier? Der Geilomatico ist hier... fleißig am Bauen gewesen. Das sieht auch schon mal nice aus, muss ich sagen. Ich glaube, hier war gar nichts mehr, weil den restlichen Kram, wir haben ja primär, sage ich mal, diese ganze Reihe hier verhauen. Also, oh, huch, aua. Also hier die ganze Reihe. Und ja, dasselbe ist ungefähr auf der anderen Seite hinten zu sehen. Ja, hier ist noch nichts entstanden, aber das macht nichts. Ein bisschen vielleicht, wie gesagt, alles kommt dann mit der Zeit. Was wollte ich gerade sagen? Ach, Katrina war es. Ich habe gerade den Namen nicht erkannt. Genau, hier habe ich auch nochmal den Weg verlängert. Der hat auch hier irgendwo aufgehört mittendrin. Und jetzt haben wir hier zufälligerweise auch noch ein Grundstück. Komisch. Na gut, das heißt folgendes. Nachher ist nochmal Livestream. Und zwar um 19 Uhr auf twitch.tv/himmellp. Und dann sind diese letzten 6 Grundstücke, die wir jetzt glaube ich noch haben, auf jeden Fall fällig. Weil gestern wollte ich sie eigentlich auch schon raushauen, aber da war eigentlich gar kein Interesse mehr im Chat. Ich hoffe mal, dass es heute dann besser aussieht. Und ja, dann wird wieder fleißig verlost. Des Weiteren habe ich hier den Spawn ein wenig angepasst. Jetzt ist nicht mehr so eine langweilige Rasenfläche, sondern so ein bisschen, ja, randommäßig gemacht. Und das wird dann im späteren Verlauf oder auch fürs Weihnachtsevent ein wenig wichtig. Und dann würde ich sagen, wir tun uns nochmal weh, beziehungsweise stoßen uns den Kopf und reiten dann mal nach Hause. Ey, das ist aber auch nice hier. Ja, der Haarklang, der ist echt fleißig im Bauen hier. Das sieht echt nice aus. Aber wie bei vielen, das ist echt so eine coole Vielfalt hier auf dem Server entstanden. Finde ich richtig geil. Mit Shader macht das noch viel mehr aus. Nice, nice. Joa, dann für die, die gestern nicht dabei waren, wir können mal gucken. Ich habe hier unten bei mir im Turm habe ich einen Kuhstall gebaut. Und der ist noch nicht ganz fertig, da möchte ich jetzt ein bisschen weitermachen. Und erstmal hauen wir uns mal so ein, ja, so eine Kartoffel in die Figur. Wir haben noch Eisen dabei, sehe ich gerade. Das könnten wir hier mal reinschmeißen irgendwo. Wo, genau. Achso, ich bin vorhin beim Lockout wieder gestorben, deswegen liegt meine Rüstung hier rum. So. Beziehungsweise beim Login. Das Problem ist immer, wenn ich mich im Game Mode auslogge, falle ich einfach runter beim Einloggen. Und dann bin ich meistens tot. Na gut, ist nicht so wild. Ja, hier sind die ollen Kühe. Wie gesagt, ich muss mir da irgendwann nochmal irgendwie eine Silk-Touch-Verzauberung besorgen, damit wir hier Gras nach unten bekommen. Aber das ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Die Viecher können ja einigermaßen so überleben, glaube ich. Und dann würde ich sagen, wir passen mal diese Wand noch an, nehmen noch das Eisen mal mit. Und ja, ein bisschen Diorit haben wir noch. Da muss ich gleich nochmal hochgehen und eventuell ein neues holen. Ja, ist vielleicht besser. Sicher, sicher. Und ich finde das so geil mit einem Shader. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Wenn nicht, dann nicht. Und wenn doch, dann doch. So, hier haben wir noch Diorit. Perfekt. Da haben wir noch irgendwo was? Jawohl. Na gut, daran sollte es uns nicht mangeln. Jo, und wie gesagt, wenn wir dann heute die Grundstücke losgeworden sind, dann geht es zumindest für mich auf jeden Fall erstmal in die interessante Phase, um mal so ein bisschen zu beobachten, wie der Server sich verhält. Ob er irgendwie rumzickt oder so oder sonst irgendwas macht. Und wenn dem nicht so ist, dann werden so nach und nach diverse Plugins noch hinzugefügt.
dann auf jeden Fall dafür da sind, den Langzeitspielspaß ein wenig zu erhalten. Ich meine, momentan geht es ja echt nur ums Bauen, ein bisschen Monster zu farmen und ja, ein bisschen in der Farmwelt rumzudümpeln. Das ist noch bei weitem lange nicht das, was ich nachher haben möchte. Also es kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Hier sind es 2 Blöcke, ne? 2, ja wunderbar, das passt. Also wie gesagt, das ist noch lange nicht das Endprodukt, was wir nachher haben wollen. Da geht noch viel mehr, liebe Freunde. Und ich bin mal gespannt, wo uns das ganze Ding dann hinführen wird. So, mache ich das so? Ja komm, das hauen wir einfach weg hier. Die Frage, kommen wir da ran? Ah, der Geilomatico ist in der Mob-Farm. So ist es also. Boah, kommen wir gerade so ran. Perfekt. Zur Not muss ich mich gleich hier nochmal eben irgendwo rüberbauen. Ja, ich befürchte schon. Machen wir mal eben. So. Achso, und für die Leute, die beim Livestream die Regeln immer noch nicht so ganz verinnerlicht haben, kann ich das nochmal kurz erklären. Und zwar läuft das so ab. Ich habe ja einen Bot im Channel, also den Nightbot. Und der wird irgendwann mittendrin fragen nach einer zufälligen Zahl zwischen 1 und 100. Und wir haben es jetzt schon so oft erlebt, dass Leute da irgendwelche 3- oder 4-stelligen Zahlen reinschreiben. Na gut, die einzige 3-stellige, die halt gehen würde, wäre die 100, aber Leute, es ist halt von 1 bis 100. Ja, da brauchen keine 3400 irgendwas Dinger kommen. Es reicht, wenn ihr echt zwischen 1 und 100 bleibt. Das sind keine Pfandfragen dabei, das ist alles legitim. So, jetzt haben wir das hier schon mal. Kann ich hier gleich noch weitermachen. Und übrigens, keine Panik, das bleibt nicht so schlicht weiß. Da kommt nachher noch Verzierung ran und was nicht alles. Was genau, weiß ich noch nicht, aber das kriegen wir hin. Das soll ja nicht hier auf einmal so schlecht werden. Ich finde es hier nämlich echt gut geworden. Und hier hinten ist es echt momentan noch ein bisschen trocken. Aber keine Panik, das kriegen wir noch hin. Ist auf jeden Fall noch Ausbaubedarf, sagen wir das mal so. Aber teilweise halt auch eine ganze Menge Fummelkram. Und hier drin könnten wir mal eben mit Cobblestone auffüllen. Ach ne, hier brauche ich nicht. Hier muss eh die Wand noch hin. Genau. Dann machen wir das einfach mal schnell. Kriegen wir noch ein bisschen Kohle. Sehr nice. Boah, dafür, dass wir gerade 11.05 Uhr haben auf dem Sonntagmorgen, ist ja ganz schön was los. So. Ja, komm, dann machen wir die Wand bis hier unten gleich auch fertig. Dann haben wir das soweit. Wie gesagt, die Verzierungen, die kommen dann alle später. Aber da muss ich erst ein paar Sachen ausprobieren. Da habe ich jetzt im Kopf so an sich nichts. Wie sonst auch. Ja, aber wie gesagt, da muss ich ein paar Sachen ausprobieren. Und dann können wir mal weiter gucken. Nö, sind nicht. Aber wie gesagt, wir versuchen dann heute nochmal unser Glück. Und deswegen hoffe ich auch, dass ich auf euch zählen kann, dass ihr nachher um 19 Uhr auf twitch.tv/jungelp zahlreich einschalten werdet. Wie gesagt, das ist jetzt aber wirklich der absolute Last-Minute-Stream. Und 6 Grundstücke gibt es noch und die werden heute Abend verhökert. So, dann haben wir das und ich denke mal, das machen wir auf der anderen Seite auch nochmal eben so. Brauche auf jeden Fall noch mehr Diorit, das können wir gleich schon mal einpacken hier. Ja. Dann muss ich mir irgendwann mal nochmal Gedanken machen, wie ich jetzt meine Kisten sortieren soll, weil momentan herrscht hier absolutes Chaos. Ich muss mal gucken, haben wir hier sonst auch irgendwo Diorit drinne? Ja, sehr gut. Das könnte sogar unter Umständen schon reichen. Sehr nice. Hoffen wir es einfach mal. So, jetzt wieder dasselbe Spiel nochmal. Mo. Ja, anscheinend sind die Kühe glücklich, würde ich jetzt mal so behaupten. Obwohl sie kein Gras haben, die haben nicht mal eine Wasserstelle hier. Das können wir auch noch bauen später, das ist eine gute Idee gerade. Cool. Oh. So, dann weiter im Text. Hier, die beiden müssen auch nochmal eben weg. Da oben ist wieder Kohle, aber ganz ehrlich, da pfeifen wir jetzt mal eben drauf, weil Kohle haben wir an sich auch genug. Natürlich kann sich das so wieder schnell ändern, wenn man mal irgendwie was durchheizen will, aber momentan haben wir noch genug.
So, und dann wollte ich mich irgendwann nochmal auf die Suche machen, unter meinem Grundstück mal nach Diamanten zu, ja, suchen, sagen wir das mal so. Weil, upsala, das ist falsch, weil die Chance besteht dann natürlich durchaus, dass ich auch hier vielleicht ein bisschen Glück habe. Denn in der Farmwelt habe ich bisher irgendwie nicht so viel Glück gehabt, was die Diamanten angeht, aber da bin ich glücklicherweise nicht der Einzige. Achso, einer ist da ja noch. So. Was ich auch cool finde mit dem Shader ist die Tatsache, wenn du eine Fackel in die Hand nimmst, dass du auf einmal Licht hast. Ich finde das so geil. Diorit brauchen wir. Zack. So. Ja, dann haben wir ja nur noch die Wand hier. Die machen wir auch nochmal eben schnell, oder? Ja, genau. Und die Decke, da muss ich mir noch was anderes für einfallen lassen. Da kommt auf jeden Fall kein Diorit hin. Das reicht dann langsam. Also die Wand an sich sieht momentan eher so aus wie, ja, diese gepolsterten Wände in so einer psychiatrischen Anstalt. In einer geschlossenen natürlich. Fragt mich jetzt nicht, warum ich weiß, wie es da drin aussieht. Nein, ich bin nicht verrückt. So, genau. Huch, das war nicht geplant. So, dann nochmal eben das Stückchen hier und dann sind wir, glaube ich, auch langsam durch. Gut, dann nochmal eben mit Diorit auffüllen und dann haben wir es geschafft. Und ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle dann wieder Schluss machen mit der heutigen Folge. Wie gesagt, die letzten 6 Grundstücke. Wir gehen in die heiße Phase. Heute Abend im Livestream 19 Uhr auf twitch.tv/hummellp. Ist auch nochmal in der Videobeschreibung drin. Und dann würde ich sagen, beziehungsweise ich würde hoffen, dass ihr dann zahlreich vor Ort seid. Und dann erstmal danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder ein Abo wäre cool. Und dann haut rein. Bis zum Stream oder bis zur nächsten Folge. Tschüss.